Ja, dann danke ich für die Ankündigung, für die Einladung. Ich bin ja relativ gerne hier, komme mal wieder nach Hause zurück. Kurzer Hinweis, ich wollte in dieser Einleitung Ihnen zeigen, wie bunt die OER-Welt ist, was da so auch passiert ist in den letzten Jahren. Da sind ganz viele Links drin, gucken Sie sich die zu Hause alle an. Es steht alles im Internet drin. Ich mag immer so von Plattformen reden und von Tools und von den Menschen auch, die dahinter stecken. Das ist für mich eigentlich immer viel präsenter als die Tools. Geht gleich auch über Twitter und Blogs. Also machen Sie es zu Hause mal auf. Ich habe auch lange für die Vorbereitung gebraucht, nicht weil die Folien so lange gedauert haben, sondern weil ich mich dann immer durch die Sachen durchgeklickt habe. Ich habe gedacht, ich komme hierher, das ist so ein Kick-off, auch für die Leute, die in dem Projekt mitarbeiten. Und vielleicht, also sehr viele weiß ich, die wissen ganz genau, was OER ist. Aber vielleicht sind einige von Ihnen dabei, die denken gerade so, ja, Chef hat gesagt, ich soll hierher kommen und ich habe jetzt mal die ersten zwei Zeilen vom Wikipedia-Artikel gelesen. Deswegen mag ich Sie ein bisschen unterstützen. OER kann man als Teil des ganzen Open Science nehmen. Jetzt hilft es nicht so wirklich, den Open-Begriff mit noch einem anderen Open-Begriff zu erklären. Einfach zu sagen, okay, Forschung ist offen. Offene Forschung, da gibt es so Schlagworte, die hat man auch schon gehört, Open Data, wenn Forscher ihre Daten publizieren und offenlegen, Open Source, bei Software ganz bekannt, Open Methodology oder was man heute mehr so kennt als Open Practice, nämlich dass ich mir beim Forschungsprozess zuschauen lasse. Und dann gibt es diesen anderen Satz, neben dem Forschungsprozess, gibt es den Publikationsprozess, wo Herr Mittelbach ja sich auch sehr gut auskommt, Open Access, Open Peer Review und wenn Forschungsergebnisse publiziert sind und in die Lehre wieder einfließen, so ist ja der Kreislauf an der Hochschule, Open Educational Resources, also das so ein bisschen der akademische Teil, jetzt hört es aber auch auf. Open Educational Resources haben 2002 begonnen. Da hat die UNESCO gesagt, wir haben festgestellt, es gibt das Internet und dann kann man Sachen reinstellen und wenn die fürs Lernen gut sind und kostenlos sind und von allen verwendet werden können, das finden wir gut und haben so eine erste Definition für OER entwickelt. Und wenn wir OER so hören, dann denken wir oft an Lizenzen. Open Educational Resources sind Lehrmaterialien, die unter einer bestimmten Lizenz stehen. Ich könnte jetzt eine Stunde erzählen, welche Lizenzen das sind, unter welchen Bedingungen das sind. Einfach die Bilder mal im Hinterkopf behalten. Die Lizenzen erlauben, dass ich die nehmen kann, kostenlos weiter verarbeiten kann, was Neues draus bauen kann. Okay, also 2002 gab es diese erste Definition. Wir haben jetzt 2017, das ist irgendwie 15 Jahre später. Und es ist schon ein bisschen was vorher passiert. 2015 gab es eine erste Machbarkeitsstudie und das Projekt Mapping OER, wo bereits der Bund OER gefördert hat. Und eben im letzten Jahr die große Ausschreibung zur OER-Infostelle und den OER-Projekten. Was ist dazwischen passiert? War da nichts? War da schon was? Deswegen vielleicht, und jetzt komme ich zum Teil, den ich sehr gerne mache, deswegen habe ich den ersten ein bisschen schneller gemacht, eine Auswahl kleiner persönlicher Projekte, die so, ich sag mal, die Vorreiter waren, die ersten Sachen, die auch hier in Sachsen stattgefunden haben, bei denen ich zum Teil mitgewirkt habe. Einfach um mal zu sehen, was ist dieses OER eigentlich, wenn man dem in der Praxis begegnet. Eine ganz bekannte Sache ist das ZUM-Wiki. ZUM steht für Zentrale für Unterrichtsmedien. Das ist ein Verein, den gibt es seit 96. Da haben die noch nicht ganz so sehr ans Internet, an OER, an Videos gedacht. Aber die haben sich damals schon zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen Lehrern doch Lehrmaterialien zur Verfügung stellen dürfen, mit denen die einfach so weiterarbeiten können. Und wo Lehrer sagen, guck mal, das habe ich in meinem Unterricht gemacht, das könntest du auch machen und dafür nehme ich jetzt was, was du gemacht hast. Das ist ein wahnsinnig umfassendes Projekt mit ganz netten Menschen, die sehr aktiv sind, absolut unterstützenswert. 2012 gab es den Schulbuch-OMAD. Das war eine erste Crowdfunding-Kampagne, weil es ja immer heißt, so mit OER kann man kein Geld verdienen, das ist falsch, das kann Ihnen der Kollege auch von Tutoria erzählen, dass das nicht ganz so stimmt, sondern dass das sehr wohl geht, wo zwei Bio-Lehrer waren, die haben gesagt, es muss doch jetzt irgendwie mal ein Bio-Buch geben, was zum Lehrplan passt und was ich weiterverwenden kann als Lehrer. Und die haben Crowdfunding gemacht, haben über 230 Unterstützer gehabt, haben das also finanziert bekommen, hatten leider ein bisschen in der praktischen Umsetzung weniger Helfer, als sie sich so erhofft haben, haben aber dann ein schönes Ergebnis rausgemacht und das kann jetzt jeder nehmen und es kann jeder verbessern.
2013 gab es dann die bereits zweite Auflage von L3T. L3T steht für Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, was ein Produkt ist von 268 Mitwirkenden. Ich glaube, es waren um die 60 Autoren. Das ist ein ganz klassisches Lehrbuch. Das ist nach den Prozessen entwickelt worden, wie so ein Lehrbuch entwickelt wird. Weil ja, also manchmal kommt man so mit OER, da kann man keine Qualität sicherstellen. Das hat Frau Kurt 2011, hat sie das mir auch geschrieben, als ich ihr vorgeschlagen habe. Man könnte sowas doch ausrollen, auch für Schulbücher. Von daher ist gut, dass wir jetzt so weit sind. Und das ist ein ganz klassisches Lehrbuch, aber man darf alles damit machen. Es sind Übungsaufgaben drin, die kann man sich rauskopieren, es sind Bilder drin, die kann man sich rauskopieren. Man kann es in ein anderes Format überführen, also es gibt es als PDF, als E-Book, als HTML-Datei. Wir haben es mal in einen E-Learning-Kurs gegossen, ohne dass ich da anrufen muss und sagen muss, darf ich das nehmen, muss ich dafür was bezahlen, diese ganzen Geschichten. In der Einleitung wurde es auch schon gesagt, die ersten sächsischen MOOCs, ich freue mich auch da heute wieder, die Marleen wiedersehen zu können, die damit gearbeitet haben, das war ein offener Online-Kurs. Das klingt erstmal, also rein technisch gesehen, ich komme ja aus der Medieninformatik, es ist eine Website, es ist ein Blog. Und da haben wir gesagt, am Montag, hier sind eure Aufgaben für diese Woche, also eigentlich das, was man so in der Übung ganz klassisch auch macht. Und dann haben alle, die Lust hatten, haben das gemacht und die haben darüber geblockt und die haben das eingereicht. Und wir hatten, ich glaube, 150 Teilnehmer um die Drehe, die das gemacht haben und ein Teil davon auch Studenten, die das angerechnet bekommen haben im Studium. In einem Folgeprojekt, das hieß SUPAL, Sächsischen Open Online Kurs auf OPAL, OPAL ist die Sächsische Lernplattform, da haben wir gesagt, wir machen einen E-Learning-Kurs auch offen, auf OPAL, was nicht so einfach ist, weil OPAL, die Lernplattform, die ist ja gedacht für Studenten. Das heißt, man braucht ein Login und wenn ich jetzt kein Student bin, dann habe ich den Login nicht. Und dann haben wir erstmal daran gearbeitet, dass das geht. Das klingt total trivial, ist es aber nicht. Und in dem Projekt haben wir zum Beispiel wieder Materialien genommen aus dem L3T-Projekt, aus dem sächsischen Open Online-Kurs, den wir vorher gemacht haben. Und wir konnten das einfach machen, weil wir damit arbeiten durften und weiterarbeiten durften. Also die Nachhaltigkeit ist dadurch auch stark gegeben worden. Und ich glaube, das ist schon das letzte Beispiel jetzt so in dieser ersten Reihe, so im Rahmen bis 2015. Es gab den KÖR, der Kurs über OER. Der ist 2013 das erste Mal gestartet, eben auch so ein offener Online-Kurs, bei dem alle teilnehmen konnten. Und der hatte eben auch so einen Prozess durchlebt. Den gab es nämlich 2015 dann nochmal auf einer Österreicher Plattform und letztes Jahr, da hat unser Chef gesagt, naja, wir müssen irgendwie auch mal einen MOOC zu OER machen. Da haben wir gesagt, aber das ist doch blöd, weil den gibt es ja schon. Und dann haben wir gesagt, okay, den gibt es ja schon, aber der ist ja OER. Und dann haben wir den bei uns auf der Plattform gemacht und haben vorher mit den Leuten geredet, die den gemacht haben, und haben wir den gleichzeitig gestartet. Es war einfach mal ein Experiment zu gucken, was passiert, wenn man einen Kurs auf zwei Plattformen gleichzeitig startet. Und es war tatsächlich so, dass auf der Österreicher Plattform sich eher die Österreicher angemeldet hatten und auf der deutschen Plattform sich eher die Deutschen angemeldet hatten, obwohl das, also ist ja jetzt kein deutsches Internet. Ne? Und es gab aber auch viele, die haben sich auf beiden angemeldet, damit man in beiden in den Foren diskutieren konnte. Also die Beobachtung haben wir da gemacht, das fanden wir ganz spannend. Okay, als ich da im Vorgespräch gemacht habe, okay, was soll ich denn erzählen, da war auch so eine Frage, warum? Warum machen die Leute das? Warum stellen die ihre Sachen ins Internet? Die können das doch wie früher auch einfach in ihren Ordner reinheften oder auf der Festplatte ablegen. Was haben die davon? Und ich habe mir auch so umgeguckt, also die Antwort auf den Bauch raus ist, weil wir Jedis sind, ne? Weil wir die Guten sein wollen, weil wir es sowieso machen, weil wir die Möglichkeiten dazu haben. Ich werde glücklicherweise für die Sachen bezahlt, die ich mache und schon vom Staat und vom Steuerzahler und dann kann man das auch zurückgeben. Das ist auch so ein bisschen das, was aus dieser Open-Source-Philosophie kommt, also eher aus der Softwareentwicklung, eben das einerseits, wir stellen es zur Verfügung und dadurch kann sich auch die Qualität weiterentwickeln. Ne? Also dadurch, dass ich es bereitstelle und vielleicht der Nächste sagt, oh, das ist eine gute Sache, aber hier ist noch ein Fehler drin und da habe ich jetzt ein besseres Bild und hier können wir das Video noch mit einem Quiz versehen, entwickelt sich das weiter. Eine andere Sache ist, die wir auch beim Sächsischen Open Online Kurs hatten. Ich glaube, ich fand es ganz cool, das OER zu machen, aber ein Grund war eigentlich auch ein anderer, dass wir es in eine freie Lizenz gestellt haben. Wir brauchen es für verschiedene Lernszenarien.
Beim 6. Open Online Kurs war es so, wir wollten ja, dass die Studenten mit den Sachen, die wir bereitstellen als Lehrmaterialien, weiterarbeiten. Und wenn die das auch dann auf ihren Blog packen, dann ist das eine heiße Sache, wenn das nicht frei ist. Also wenn wir sagen, naja, dann bezahlt er uns aber 10 Euro dafür, dass ihr das dann wieder auf euren eigenen Blog packen könnt. Oder wir bezahlen einen Anwalt, der guckt, wer das dann die Sachen falsch verwendet. Das wäre auch ein Finanzierungskonzept gewesen. Aber das sind so die Bedingungen dafür. Was man häufig hört als Lernkonzept ist Flipped Classroom. Also wenn man Lernmaterial bereitstellt, die Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen sollen sich das vorher angucken und sollen dann hinterher das im Unterricht besprechen, dann ist das so ein Konzept, was OER wahnsinnig gut braucht. Und man kann sich da an vielen Stellen bedienen, man stellt es auch wieder bereit. Und es rechtfertigt auch ein bisschen den Aufwand, den man damit hat. Ja, also gerade wenn man so Videos dreht, das ist nicht, also gerade für Ungeübte nicht so unbedingt einfach. Und das ist ein bisschen aus der Open Access-Debatte und aus dem Positiven, aus den Jedi-Gedanken. Wissen ist ein öffentliches Gut und sollte der Öffentlichkeit zugänglich sein. Eben gerade, wenn es aus öffentlichen Mitteln bezahlt wird. An der Fachhochschule Lübeck, da war ich Gott sei Dank schon dabei, im Februar 2015 haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt konsequent. Wir setzen das in unserer Strategie um, dass wir alles, was wir dürfen, das ist auch nochmal so ein Punkt, manchmal arbeiten wir mit Firmen zusammen, dann geht das nicht, alles, was wir dürfen, stellen wir unter offene Lizenz, und zwar CC BY, weil es die ist, die man am leichtesten weiterverwenden kann. Außerdem ist sie bei YouTube sehr gut im Ranking. Und das war eben auch aus den Gedanken der Nachhaltigkeit, aber vor allem auch der Reichweite und der Reputation. Also ich mag auch nicht verschweigen, auch durch OER, durch die offenen Playlists, durch die offenen Kurse, durch die Veranstaltung des OER-Festivals, wir haben sehr davon profitiert. Also das kam dann hinterher wieder rein, und bisher haben wir nicht gemerkt, dass wir irgendwelche Nachteile haben, dass wir es offengestellt haben. Politisch hat sich das Ganze auch schon ein Stück weit organisiert. Das Bündnis Freie Bildung ist jetzt hier noch als Beispiel genannt, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen uns für freie Bildung einsetzen, die befragen Parteien und fragen, welche Maßnahmen anstehen. Also jetzt gerade vor der Bundestagswahl werden die nochmal aktiv werden und die Parteien wirklich abklopfen. Also ich habe Ihnen sehr gerne zugehört, aber nachdem gestern die Nachricht drüber kam, dass Herr Schäuble irgendwie den Digitalpakt Deutschland doch nicht so gerne finanzieren will, sondern lieber Panzer, der hört halt nicht so gerne auf SPD-Frauen. Ne? Ja. Gut, 2015, wo waren wir da? Das ist jetzt ein historisches Dokument, habe ich drüber geschrieben, und zwar nicht von mir, sondern von Jöran Mus-Mehrholz aus Hamburg, auch ein OER-Aktivist, sage ich mal so. Der hat das in einem Vortrag geschrieben, ist ja CC BY, deswegen konnte ich es auch nehmen. Ich habe ihn auch gefragt, weil ich dachte, vielleicht ist ihm heute peinlich oder so, ist ihm aber nicht peinlich. Ich habe auch keinen Grund gesehen, warum es ihm peinlich ist. Also 2015 hat er gesagt, es finden alle OER gut, und es gab 2 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt, eben für diesen Machbarkeitsstudium Mapping OER. Und das war so ein bisschen neben der OER-Community. Ne? Also diese wurden verteilt an die Wikimedia und das DIPF, die hatten diese Studien gemacht, und die OER-Community, die hat davon so nicht viel mitbekommen. Im Gegenteil, die hat sich sogar gefragt, so, warum bekommen die jetzt das Geld? Also das war auch durchaus Diskussion, und hat so, naja, vor sich weiterhin gedümpelt, wobei ich sagen muss, das stimmt nur zum Teil, denn eigentlich sind die auch sehr konstruktiv rangegangen. Das ist Anja Wagner von UniTV. Die haben, als es rauskam, das BMBF fördert jetzt auf einmal mit 2 Millionen zwei Projekte, die überhaupt nicht ausgeschrieben waren. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was die meisten so ein bisschen dran gestört hat. Haben die einen Hangout gemacht, das ist eine Webkonferenz im Internet. Und dann haben sie gesprochen mit Elli Köpp von der Wikimedia und mit, ich glaube, es war Sebastian Seitz vom DIPF. Und dann haben sie darüber gesprochen, wie sieht das dann aus, wie soll das Projekt laufen, und haben auch gleich versucht, da wieder Einfluss drauf zu nehmen, und das war eigentlich ein sehr guter Weg. Und das war auch das, was da so am Ende so rauskam 2015. Wenn es jetzt nämlich Geld gibt, dann kommen ja auf einmal auch andere Player drauf. Ne? Also dann kommen einerseits Verlage und Toolanbieter, die auf einmal sagen, einerseits können wir was davon haben. Zweitens, warum kriegen die jetzt Geld und machen uns unser Geschäftsmodell kaputt? Da ist halt so ein bisschen die Luft heiß. Deswegen hat auch Jöran Mus-Mehrholz 2015 dann schon mal prognostiziert, dass es um Geld und Macht geht, also unten in dem Teil,
also damit um Verteilungskämpfe. Ne? Die Institutionen, die bringen sich in Stellung und das heißt dann vor allem, also Institutionen bringen sich in Stellung, die Graswurzelakteure könnten ignoriert werden. Dieses Potenzial, diese Gefahr sah da ein bisschen, war da ein bisschen da und dann war der Appell so, macht was, ne? Zeigt euch, macht euch stark, mischt euch da ein. Und das ist auch passiert. Und eines dieser Sachen, die da passiert sind, ist jetzt natürlich aus eigenen Erfahrungen ganz naheliegend, ist das OER-Festival, was nicht nur ein Barcamp war und eine Konferenz, sondern wo wir auch gesagt haben, wir vergeben Awards, OER-Awards, um die tollen Projekte sichtbar zu machen. Und das waren 32 Nominierte und Finalisten. Ich habe damals diese OER Academy, haben wir sie genannt, diese Jury habe ich damals geleitet und habe den Prozess begleitet. Und ich dachte eigentlich, ich kenne mich total gut aus, was so OER-Sachen angeht. Aber da kamen nochmal Projekte auf, wo ich dachte, boah, cool. Das ist vielleicht auch so ein Problem manchmal. Also nicht jeder, der so diese Lizenz da drauf pappt, weiß, dass das OER ist. Ne? Also es gibt so dieses pädagogische Konzept, wo die Leute sagen, das haben wir uns jetzt ausgedacht. Das ist jetzt auch nicht der Name, an den man zuerst denkt. Und deswegen habe ich aus der Warte einfach nochmal eine ganze Reihe rausgesucht. Das sind einerseits die digitalen Helden. Die digitalen Helden gehen an Schulen und machen Schüler fit für Medien. Und die haben zum Beispiel in diesem Award-Projekt haben die einen Kurs gemacht, WhatsApp meine Freunde und ich. Da kann man sich zu Hause hinsetzen und kann man sich als Lehrer damit vorbereiten und kann mit den Schülern gucken, wie gehe ich in WhatsApp um, was mache ich gegen Cybermobbing, wie funktioniert das Ganze unter einer freien Lizenz, das kann jeder Lehrer an seiner Schule machen. Und die sind auch ein Unternehmen, ja? Also die leben davon, dass sie solche Sachen machen und stellen es trotzdem unter freie Lizenz. Die jungen Düftler, die kümmern sich ein bisschen um so die Technikausbildung von Kindern und ich habe auch neben dem Erstellen der Präsentation ganz lange Videos von denen geguckt, die basteln so mit LEDs und mit Raspberry Pis und mit bestimmt auch demnächst mit dem Calliope. Und zum Beispiel das da unten, das ist eine Märchenmaschine, das sind so kleine Aluplatten und an der Möhre ist auch vorne eine kleine Aluplatte und dann steckt da Makey Makey hinten drin. Und wenn ich mit der Möhre auf die Aluplatte gehe, dann erzählt das was. Also, und dazu gibt es diese Tutorials, wie man das baut, die sind auf der Seite verlinkt, frei und man kann es zu Hause machen. Also ich weiß nicht, ob ich das demnächst auch einfach mal tue. Da Frau Laube-Rönsberg aus dem juristischen Bereich kommt, jetzt habe ich das Beispiel noch reingenommen. Das ist Michael Börskens, der stellt seine Vorlesungsvideos alle auf YouTube unter freier Lizenz. So schnell kann es manchmal gehen, man muss da auch nicht dauernd viel investieren, viel machen. Das ist eine ganz niederschwellige Art und Weise, da sein Wissen zugänglich zu machen. Man wird ja auch von der Hochschule bezahlt. SEGU ist eine Geschichtsplattform. Das ist ein größeres Projekt gewesen, was mehrere Jahre finanziert wurde. Geht um Geschichte, verschiedene Zeitalter, Lernmaterialien, wie man sie als Geschichtslehrer braucht. Unter anderem auch diese interaktive Karte, ne? Also wo ich diese Geschichtsorte mir raussuchen kann und quasi gucken kann, was ist denn so vor meiner Haustür. Also das Holstentor ist mir schon mal aufgefallen in Lübeck, aber so ein Stück weiter weg gibt es jetzt wohl auch noch ein Freilichtmuseum, wovon ich vorher nichts wusste. Das ist auch super. Klexikon ist aus der Zoom-Wiki-Familie. Das ist ein Wikipedia für Kinder. Bei Wikipedia, ich kann ja ein Kind sagen, ja, klar, guck mal, was das Internet ist und guck in der Wikipedia nach. Aber es wird es wahrscheinlich nicht verstehen. Und die machen dann die Wikipedia für Kinder. Und dann sieht man auch wieder, wie das weiterlebt. Die Wikipedia ist auch OER, ne? Also steht in der freien Lizenz. Man kann das nehmen, man kann das rüber kopieren und kann dann gucken, ob man was für Kinder verträglich hinkriegt. Das ist das Refugee Sprays Brook. Das war jetzt auch im Zuge der Flüchtlingsbewegung, wo einfach, ich sag mal, es ist eine Tabelle und da wurden Begriffe reingestellt und übersetzt und jeder, der wusste, wie ich das übersetze, der hat es dann einfach reingeschrieben und so sind 44 Sprachen zustande gekommen, auch aus dem medizinischen Bereich und jeder, der Flüchtlingen helfen will, kann das nehmen, sich ausdrucken, eine Auswahl davon treffen und so quasi für die Übersetzung sorgen. Gibt es auch für Betreuer, also wo dann quasi die Betreuer drauf zeigen können und die nicken oder schütteln den Kopf, also um die Konversation zu ermöglichen. Und schließlich die offene Bibel. Das habe ich bisher auch nicht gedacht. Ich habe gesagt, ja, Bibel, okay, das ist jetzt gemeinfrei, das ist jetzt lang genug, sind die Leute tot, die das geschrieben haben. Aber entweder ist die Fassung, die es da gibt, sehr alt und nicht so gut zu lesen in der heutigen Sprache oder die neuen Übersetzungen sind wieder urheberrechtlich geschützt.
Und die haben neben der Lese- und Studierfassung, die sie da erstellen, das ist ein arbeitender Prozess, da ist noch nicht alles fertig, haben die eine Fassung in leichter Sprache. Also das ist jetzt so ein Beispiel in leichter Sprache für behinderte Menschen oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Das ist sehr cool. Und ich muss auch sagen, da hilft auch bisher das Angebot der Bibliotheken nur halb. Ich habe mal geguckt, die Lutherbibel in der SLUB wird verlinkt auf die Uni Magdeburg. Die Uni Magdeburg hat das digitalisiert, aber nicht freigegeben. Die SLUB macht das immer vorbildlich, aber die Magdeburger nicht. Gut. Das sind wahnsinnig viele Projekte und man versucht da irgendwie einen Überblick zu kriegen. Da gab es auch schon Versuche, das zu machen. EduText ist so eine Art, ich sag mal, Katalog, wo man die reinstellen konnte, aber es ist immer so ein Zusatzaufwand und danach filtern konnte. Das ist eine nette Geschichte und ein netter Versuch. Und schließlich gibt es die OER World Map, wo so auf diese Weltkarte versucht wird, OER-Projekte zu pinnen. So wie OER Sachs jetzt in Dresden gepinnt ist, gibt es dann eben für jedes Projekt dann so einen Pin und zu gucken, was gibt es denn da noch so. Und wenn man da schaut, wenn man jetzt die aktuelle Förderrunde sich anschaut, die sieht ja so aus, es gibt die OER-Infostelle und dann gibt es diese Projekte, wie auch OER Sachs 1 ist. Das heißt immer OER-Etablierung von Education Reasons an sächsischen Hochschulen. Also wir haben OER, müssen Multiplikatoren-Schulen für sächsische Hochschulen. Wir in Lübeck haben sind in zwei Projekten involviert. Das eine ist Jointly. Wir machen OER für die OER-Community und wir machen OER für Trainer, für freiberufliche Trainer. Und so sehen die Projekte alle aus. Also die Projekte heißen irgendwie alle. Wir machen OER, wir erklären den Leuten, was OER ist. Für, dann kommt eine Berufsbezeichnung oder ein Arbeitsgebiet. Und manchmal kommt dann noch in Bundesland, also in Hamburg oder in Sachsen. Und wenn man sie so durchliest, dann denkt man immer so, naja, super, irgendwie hätte man das auch mit einem Online-Kurs komplett. Also ich komme ja aus dem MOOCs-Bereich, ich denke dann immer so, mit einem Online-Kurs kriegt man die alle abgedeckt. Aber ich habe dann länger darüber nachgedacht, auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Nee, ist nicht so. Also wenn das so wäre, wir haben seit 2003 diesen Online-Kurs für Chör. Und es wissen noch nicht alle, was OER ist. Und deswegen sind die Projekte eigentlich genau das, was jetzt eigentlich das braucht, das Ganze noch in die Breite zu tragen. Wie auch Joranus Mehrholz gesagt hat, wir müssen uns jetzt engagieren und die OER-Community muss sich auch einmischen. Und wie auch zur Begrüßung gesagt wird, zum Glück ist OER das neue 42 in der Bildungspolitik. Also wir sollten die Chance nutzen und da jetzt auch in den Projekten das vorantreiben. Und ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass wieder weitere Projekte danach gefördert werden. Dankeschön. Haben wir Zeit für Fragen oder gibt es Fragen? Ja, vielen herzlichen Dank. Test. Hallo. Vielen Dank für den sehr inspirierenden Vortrag. Meine Frage geht dahin, Sie haben ja erwähnt, dass die Verlage sich auch in Stellung bringen. Und mich würde jetzt interessieren, inwieweit eben diese Seite auch von OER profitieren kann. Und im ersten Moment habe ich schon auch gedacht, verstehe ich den Impuls, dass Sie sich bedroht fühlen. Und wo sind da so die Möglichkeiten? Also der Impuls, sich bedroht zu fühlen, der ist vollkommen verständlich. Ne? Also jetzt immer die Verlage leben ja davon, dass sie hinterher Bücher verkaufen oder Exemplare verkaufen, wenn man es jetzt auf E-Books bezieht. Die Verlage mischen sich aktuell ein, auch konstruktiv. Also es gibt jetzt nicht nur die sagen, nee, wir müssen das hier alles schützen und das neue Urheberwissenschaftsgesetz ist Mist und wir müssen irgendwie da eine Lobby dagegen bilden, sondern es gibt so einzelne Sachen, also um mal zwei Beispiele zu nennen, der W. Bertelsmann Verlag, nichts zu tun mit der Bertelsmann Stiftung oder Bertelsmann Verlag, der unterstützt OER aktiv.
Und es gibt an verschiedenen Hochschulen, am meisten Hochschulen gibt es so OER-Fonds. Und die sagen dann, okay, wenn wir das Geld quasi nicht hinterher rauskriegen oder nicht gut hinterher rauskriegen, es gibt ja tatsächlich auch noch Leute, die Bücher auf Papier gedruckt kaufen, die haben ja dann trotzdem einen Preis, dann müssen wir das irgendwie vorher erwirtschaften. Und an den Bibliotheken gibt es dafür zum Beispiel Fonds. Ne? Also man muss dann einen gewissen Geldsatz mitbringen und man hat dann diese Fonds, die das Ganze finanzieren. Oder auch, jetzt habe ich gesehen, der Cornelsen Verlag, der hat jetzt auch ein erstes Buch unter CC BY-SA-Lizenz herausgebracht. Ne? Also weil das dann auch so die Chance hat, weiter zu leben. Ich sag mal, es mag sich am Anfang widersprechen, aber die ersten finden jetzt ihre Lösung. Ne? Also die Leistung kann nicht mehr das sein, dass ich ein gedrucktes Stück totes Holz vor mir habe, sondern diese anderen Leistungen, Lektorat und Satz und diese Leistungen sind ja doch durchaus Sachen, die man bezahlen möchte. Und dann die Frage ist, wie man das tut. Da sind jetzt die Verlage auch aufgefordert, neue Wege zu finden. Ja. Gut. Weitere Fragen? Bleib mal hier hinten stehen. Muchas gracias. Vielen Dank.